Nintendo! Alpha Dream Corporation. Und Mario und Luigi Superstar Saga. Baboom, gestatten zu Kaigu. Willkommen zu meinem dritten Let's Play. Mario Luigi für den Game Boy Advance. Das Spiel ist von 2003, Nintendo natürlich. Und ja, das Spiel ist halb blind. Ich habe das Spiel vor Ewigkeiten mal gespielt. Kann mich an viele Sachen nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass dieses Spiel. Dass dieses Spiel verdammt witzig ist. Und ja, ich habe jetzt richtig Lust, das zu spielen. Dann legen wir mal los. Mario Luigi. Neues Spiel. Spiel beginnen. Bum, 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 bum. Ein Botschafter der Freundschaft. Aus Bohnenland trifft ein. Ehre dem Pilzkönigreich und Freundschaft unseren Ländern. Königin Mamela sendet euch dies. Bum, Blitz, zapp. Ist das eine Festung, ein Luftschiff? Ich habe keine Ahnung. Ein Notfall! Hörst du denn kein Radio? Mario! Super, ich kann Todd steuern. Okay, wir müssen jetzt Mario finden. Hier ist sein Hammer, da ist seine Mütze, ganz stylisch. Ein Bild von Peach? Selbst gemalt? Nein. Ja. Da ist ja jemand in der Dusche. La 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 la. Na nu? Da singt doch jemand. Autsch. Genau. So muss man jemanden wecken. Prinzessin Peach. Ja, da springt Mario sofort an. Boah. Luigi ist hier immer der Leidtragende. Der ist so geil, dieses Spiel. Wie sie heult. Zu geil. Bruch. Nicht zu fassen, als hätten wir nicht schon Probleme genug. So eine Frechheit, mich einfach hinter uns anzugreifen. Let's go! Let's go! Okay. So. Ja, das ist der Kampfbildschirm. Er funktioniert genauso wie Paper Mario. Fast genauso. Und ja, ich springe. Und kurz bevor ich lande, muss ich nochmal richtig drücken. Aber irgendwie hat das jetzt nicht geklappt. Ich kann dem ausweichen! So. Mario! Der erste Kampf seit langer Zeit, oder? Soll ich dir vielleicht die Action-Commandos erklären? Nicht nötig. Ach so, typisch Mario. Entschuldige bitte die Störung. Ja, er wird mir jetzt einfach bloß erklären, dass ich vor der Landung nochmal drücken kann, um zusätzlich Schaden zu machen. Genau. Habt ihr gesehen? Ich habe 2 Schaden gemacht. So. Und... Boom, voll in die Fresse. Mario! Hat nur schon wieder... Das hätte ich ganz vergessen. Du kannst Bowsers Angriff ausweichen. Soll ich es dir erklären? Nein. Ach so, typisch Mario. Entschuldige bitte die Störung. Autsch, er hat mich getroffen! Mein Gott! Punkt, Punkt, Punkt. Schluss jetzt! Die Lage ist viel zu ernst für so einen Unfug! Stimmt, etwas Schreckliches hat sich ereignet. Ein vermeintlicher Freundschaftsbotschafter aus dem benachbarten Bodenland war hier im Pilzpalast. Pilzpalast. Ihr Schuf hat die Stimme von Prinzessin Peach gestohlen. Und jetzt hat die Prinzessin diese bombige Stimme. Baboom.
Mit der Stimme plappert mir Peach mein Palast kurz und klein. Falls sie nun ja zu Besuch ist. Mario, du musst etwas tun. Mario, bitte, bitte, bitte. Du musst der Prinzessin ihre schöne Stimme zurückbringen. Ich muss langsam mal reden. Der Täter ist bekanntermaßen bodenländischer Herkunft. Du solltest die Sache mal indirekt im Bodenland untersuchen. Direkt, nicht indirekt. Oh Gott. Ja, wir finden den Täter, knüpfen ihm die Stimme ab und bringen sie zurück. Mit einem fixen Cooper-Jet sind wir flugs im Bodenland. Mario, komm, wir müssen los. Oh mein Gott. Musik. Ein neues Abenteuer beginnt, aber du scheinst mir ein wenig aus der Übung zu sein. Sieh dich doch erstmal um und vertritte die Beine. Sprich einmal mit den Tots. Sie haben sicher einige Tipps parat. Okay, was hast du zu sagen? Bowser, der ist eben rausgelaufen zum anderen Ausgang. Okay, gut. Also mit A kann ich springen, könnt ihr oben rechts übrigens sehen. Und nachher kommt... Ach, das werdet ihr dann sehen. Du hast einen Pilz gefunden. Ah, du hast meinen Pilz, danke. Vielen Dank. Bitteschön. Oh, dankeschön. Übrigens, du gehst doch nach Bodenland, oder? Dann nimm das hier als Abschiedsgeschenk. Du hast einen Superpilz. Das ist cool. Ich gebe einen normalen Pilz und krieg dafür einen Superpilz. Na dann, hohe Sprungkraft für dein Abenteuer im Bodenland. Naja. So, hier oben ist noch eine Box. Noch ein Pilz, klasse. So, was ist hier? Nichts. Was ist mit dir? Oh je, oh je. Ich hab doch glatt meine Einheit verloren. Weißt du vielleicht, wo ich König Bowser finde? Ja. Wo ist Bowser hin? Also da ich nach Norden muss, würde ich sagen, er ist nach Norden gegangen. Nach da drüben. Danke, ich muss nämlich ganz schnell zum Treffpunkt. Weg ist er. Pilzanzeige Ausgabe 1. Peach, Bombenstimme. Dreister Dieb stiehlt Stimme der Prinzessin und flieht nach Bohnenland. Mario verfolgt die Spur und reist zur Klärung des Falls nach Bohnenland. Luigi wird wohl wie immer zu Hause bleiben. Klasse. Na Luigi! Wieso kannst du so schnell springen? Ich nicht. Alles klar. Es ist nur nach Norden gegangen. Okay, okay. Was? Die Box, kriege ich die jetzt schon? Tatsache. Noch ein Pilz. Da oben ist noch ein blauer Tod. Der ist doch blau, oder? Ja. Wie seltsam. Ich habe mein Dings verloren. Mario, hilfst du mir zu suchen? Hilfst du mir suchen? Ja. Ich habe es wohl verloren, als ich hier oben spazieren ging. Ach ja, wenn du etwas findest, ändert sich das Aktionskommando. Der Tod am Brunnen weiß alles über Aktionssymbole. Wie jetzt? Was hast du denn verloren? Du hast ein Dings gefunden. Ich habe ein Dings gefunden. Ja. Ja, das ist es. Du hast mein Dings gefunden. Danke. Das gebe ich dir zum Dank. Du hältst einen One-Up-Pilz. Cool. Habe ich eigentlich ein Inventar? Ich habe kein Inventar. Okay. B geht nicht. Ja, logisch. So. Ja. Ja, Luigi, ich gehe ja schon mal hoch. Ich kann hier speichern. Speichern und weiter. Ja. Oben seht ihr dann, wie viele Münzen ich habe. Oben rechts meine Spielzeit. Pilzballast vor Platz. Ich finde das geil, dass da so ein Füller alles aufschreibt, wo ich gerade bin. Nein. Oh, du bist süß. Ich war erst vor kurzem auf Reisen im Bodenland. Die Lachberge und der Grinsewald, das Kirchenmeer, das Gröltal. Ein wahres Paradies für Touristen. Ja, also ihr merkt schon, das Spiel ist... Alles dreht sich hauptsächlich um Lachen. Das ist einfach nur geil. Bowser's Cooper-Jet steht auf dem Flugfeld. Zeit für den Aufbruch. Ich glaube, sie warten nur noch auf dich. Mario! Ah, Todsworth! Puh, gerade noch rechtzeitig! Schau mal! Ich habe den idealen Koffer für deine Reise mitgebracht! Du kannst ihn mit Items und frischer Wäsche füllen! Bitteschön, er gehört nun dir! Yeah! Du erhältst den Koffer! 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 Drücke Select, um deinen Koffer zu öffnen! Dann erscheint der Menübildschirm! Du kannst bereits erhaltene Items auswählen und benutzen! Oder die Kleidung wechseln, wenn es dir beliebt! Gelegentlich solltest du auch deinen Status überprüfen. An Bord des Cooper-Jets wirst du sicher Zeit haben, den Koffer unter die Lupe zu nehmen. Und noch etwas.
Hier ist etwas Reisegeld. Du erhältst 100 Münzen. Im normalen Mario Games wäre das jetzt ein Leben mehr oder ein Stern. Naja. Oh, Luigi, du gehst also auch nach Bodenland? Bye bye. Bye bye. Du bringst Mario zum Flieger? Das hatte ich auch vor. Mario, ich gehe schon mal vor und erwarte euch dann am Cooper, Jet. Genau, mein Alzheimer. Gut. Speichern wir nochmal ab, für den Fall, dass ich hier irgendwie verrecken sollte. Keine Ahnung, also ich habe das Spiel jetzt vorhin schon einmal getestet. Den Anfang hier kenne ich noch. Also komplett. Auch wenn ich das Dings nicht gefunden habe vorhin, aber naja. Bye bye. Bye bye. Luigi ist so godlike in diesem Spiel. Ach. Ah, bist du der, den ich gerade geholfen habe? Noch keiner da? Nö, anscheinend nicht. Mario! Du bist spät dran! Wir brechen auf! Los, komm endlich an Bord! Was sagst du jetzt? Das ist der Cooper Jet, meine neueste Waffe! Sag ich doch, aber genug, wo sind meine Leute? Männer an Bord! Geiles Bild. Wo bleibt der Haufen? Hm? Du, bist jetzt an meiner Armee? Ah, verstanden. Ganz dringend willst du also mit. Genau, du da! So geil. Ja, nicht so schüchtern. Die sieht zwar nicht besonders heller aus, aber komm ruhig mit. Hier geblieben! Bumm. Oh, Widerlichkeit! Die Bossarmee ist zu ihm eingetroffen. Hier versammeln wir uns hier draußen. Oh mein Gott. Ja, und eine Reihe Goombas. Oh mein Gott. Luigi! Alle Mann angetreten! Wir gehen an Bord des Cooper Jets! Cooper Jets! Luigi! Er drängt sich durch. Einfach köstlich unser Neuzugang. Los, starten wir endlich! Eure Schmutzigkeit! Alle Mann an Bord! Nun, bis auf einen. Was? Sofort starten! Schnappt ihr euch! Mario schaut so schockiert. Luigi! Oh no! Luftraum über dem Pilzkönigreich. Luigi und der schmollt. Ist das nicht süß? Eine Durchsage für die Passagiere. Mario und... Grünkäppchen. Grünkäppchen. Ja, wer kennt schon Luigi, oder? Mario und Grünkäppchen, zugehört. In Kürze erreichen wir Bohnenland. Also öffnet mit Select den Koffer und sortiert euer Gepäck. Danach habt ihr euch auf dem Oberdeck einzufinden. So, diesmal ist Luigi dabei. Und wie ihr seht, Luigis Taste B. So, und so funktioniert das ganze Spiel. Jeder hat so seine eigenen Kommandos, die ich nachher auch noch wechseln kann. Und ja, Mario halt immer A und Luigi B. Ich glaube, ich kann auch wechseln. Ich glaube, Select. Genau. Genau. So. Luigi ist vorne. Ich mag Luigi mehr. Dann speichere nochmal ab. Ist das ein Radiergummi oder was war das gerade? Naja. Cooper Jet. Lagerraum 1. Es gibt also mehrere. Gut zu wissen. Ich habe keine Ahnung, wann ich jetzt das Let's Play angefangen habe. Naja, egal. So, was sagst du? Du bist der Neuzugang in der Bowser-Armee. Bis zur Ankunft im Bodenland solltest du wissen, wie bei uns der Hase läuft. Verstanden? Okay. Verstanden? Die Positionsstart, Positionstausch Start drücken. Hey, hey, Sir. Die Positionstausch Start drücken. Ey. Naja, sorry, ich hab's das. Naja, egal. Verstanden? A, die zum Ausführen von Aktionen des Vordermanns und B für Aktionen des Hintermanns. Hey, hey, Sir. A, die zum Ausführen von Aktionen des Vordermanns und B für Aktionen des Hintermanns. Genau.